Willkommen zurück zu der Vanity Original Sin 2, hier bei der einen Quellenmagierin, die wir jetzt im Endeffekt geholfen haben. Und sie bringt uns, oder will zumindest, oder beziehungsweise wir haben die Option zu fragen, ob sie uns nicht irgendwie Quelle beibringen kann. Oh, den letzten Quellenmagie-Punkt, den wir noch brauchen. Das ging schnell. Schneller, als ich erwartet habe. Ich frage mal nach, ob wir das können, also ob wir das quasi von ihr lernen können. Ja, also ich bin Quellenmagier. Und ich, also wenn es möglich ist, könntest du mir vielleicht beibringen, wie man die Quelle noch besser beherrschen kann? She gives you a long look, considering the request. You have proven yourself a friend at least, but you must prove your heart. I'll ask one more thing of you. I left my apprentice, Gwydion Rince, at the Black Pits. He is with his family. They are in danger. Okay, so einfach macht sie das uns nicht. Bei der Schwarzgrube. Okay. Help them, and I will help you. Ja, okay. I should be most grateful. Nice. Okay, dann gucken wir mal, wo die sind. Dann können wir das vielleicht mal machen, weil das ist dann natürlich okay, wenn wir dann da noch ein bisschen was machen. So, zumindest, wir haben hier manche, das hatten wir ja schon mal, diesen Auswahlbildschirm. Manche Aufgaben, ne, wenn man die abschließt, ermöglichen uns dann noch was auszuwählen. Ah, Stärke zu. Ah ja, für Ivan wäre natürlich mal wieder was. Nein, die hat schon so viel bekommen. Nein, das ist, nee. Also diese beiden Sachen, also entweder für mich. Natürlich ganz geil. Mal hier für ihr fahren. Schwierig, schwierig. Aber ich glaube, ich bin mal wieder dran. Kann theoretisch Ivan. Nee, kann er nicht. Aber es wäre ein besserer Helm. Oh, aber für Bestie. Und die Frage ist jetzt, wo geht sie hin? Geht sie wieder hier nach unten und stellt sich da unten hin? Oder die ist ja irgendwie weggelaufen. Ah ne, die läuft hier unten. Ah, ja, dreht sie ihre Kreise. Gut. Also, in der Klemme, Tag 8, 19.23 Uhr. Hanak bat uns, nach ihren Lieblingsgewindien zu suchen. Das letzte, was sie von ihm gehört hat. Also nach ihrem Liebling, genau, nach ihrem Lehrling natürlich, Gwydion zu suchen. Das Letzte, was ich von ihm gehört hat, war, dass er im Haus seiner Eltern nahe der Schwarzgrube war. Jetzt macht sie sich Sorgen um ihre Sicherheit. Um seine Sicherheit. Schwarzgruben. Das hier ist die diese Blutmondinsel oder Mond, was auch immer. Also das da schon mal nicht. Was ich mir vorstellen kann, das ist irgendwo da. Da, genau da, wo ich mir dachte. Da könnten wir mal hingehen. Also ich finde, ehrlich gesagt, ich finde es sehr interessant. Ich finde es sehr interessant, diese Mission zu machen. Ich bin, glaube ich, eigentlich, bin so kurz davor, nein, kurz davor bin ich nicht, aber ich meine, ich würde gerne diese Aufgabe machen. Finde ich gut. Also so zwei Quellenmagie-Punkte jetzt mal zu bekommen durch andere Wege, die ich halt noch nicht gespielt habe oder noch nicht benutzt habe, die ich auch noch gar nicht kannte. Das ist natürlich ganz cool. Deswegen würde ich das gerne machen. Nämlich dann auch so ein bisschen blind noch. Aber bevor wir das alles machen, würde ich gerne noch die letzte Schwarzwurzel finden. Denn die müssen wir hier noch, ne?
müssten wir noch finden. Noch nicht ganz durch. Und wenn wir den nämlich haben, dann ist eigentlich alles okay. Und wir wollen natürlich noch unseren Divinity Originist in 1 Charakter treffen. Also nicht unseren Charakter, den wir da im zweiten Teil gespielt haben. Das würde ja ein bisschen komisch sein, weil es gibt ja keinen Character Import. Aber jemand anderes. Echt kein. Muss auch hier irgendwo noch so. Ridiculous. There's no such thing as too dominating. Okay, nee, da ist hier der eine Heini, da wollen wir natürlich nicht. Da! Must find it. Do you have it? Do you have the book I seek? Die sind ja nachgewachsen. Nom. Jetzt müssen wir 2 haben, oder? Ja, perfekt. Damit haben wir das Problem auch gelöst. Guck mal, die reden uns auch gar nicht mehr an. Ja, weil wir haben sowas von ihr geklaut, aber das interessiert die rein gar nicht. Bin mir nicht so ganz sicher, aber vielleicht greifen wir auch mal hier eine Vogelscheuche. Also da so eine Vogelscheuche an. Das, die sind sehr gemein. Aber vielleicht sind die am leichten Schwierigkeitsgrad nicht so gemein. So, jetzt sollen wir mal gucken. Hier müsste doch irgendwo jemand sein, der ein Gebäude hat. Nein. Wobei, wir könnten die Gegner auch versuchen, aber ich glaube, der ist ein bisschen hart, oder? Naja, ist glaube ich ein bisschen hardcore, also. Wir könnten den versuchen, aber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nichts wird. Aber wir sind glaube ich an ihm vorbeigelaufen, oder? An dem. Kann nicht sein, wo ist denn der hier, der. Der Dude. Oder ist er hier irgendwo anders? Ich bin verwirrt. Oder ist er hier oben? Nein, nicht die Markierung. Ist der da? Nee, das ist ja da. Das ist ja hier. Ist er hier irgendwo? Hier ist er. Ha, wir sind vorbeigelaufen. Hier. Da müssen wir hin. Da. In der volle Kante vorbeigelaufen. Gut, dann. Versuchen wir aber trotzdem mal diesen Gegner hier zu eliminieren. Eventuell geht das. Speichern davor natürlich noch. Der ist hart. Zumindest im normalen Schwierigkeitsgrad. Ich weiß aber nicht, wie das im Einfachen ist, weil es kommt ja immer mal wieder vor, dass Sachen im einfachen Schwierigkeitsgrad. Also, beziehungsweise Sachen, die in normalen Schwierigkeitsgrad schwer sind, im einfachen leicht vorkommen. Also, es gibt immer wieder so Sachen. Und. What was that thing? Deswegen. Gehen wir mal zu ihm hin. Please, Lord, spare me. Spare me. It is too much. My heart. Too much. You cannot come here. I'm not done. I. The creature suddenly holds itself around the ears, as though seized by a great pain. Several flapping jaws open and close over a single many-fanged maw, like a taxidermist's experiment. Go. Scheinbar hast du tolle Schmerzen. Why are you here? Why do you come here?
Was machst du hier? His frantic gaze passes from the blood-stained altar to you. Comprehension suddenly clears the agony from his face. He wants blood. He wants blood. My lord, I'll give you blood. I'll give it all. I beg you, my lord. Accept. Ja, dadurch geht's in den Kampf und der beschwört da so ein paar Hunde. Oh, und teleportiert. Ja! Komm! Er beschwört weniger Hunde, oder? Als Nee, macht er nicht. Okay, ich dachte so. Was machen wir denn da? Kapau? Und Kapau? Hä? Och Mann! Kannst du mal hier die Fähigkeit da wieder reinmachen? Kapau. So, jetzt ist ja Sibylle dran. Sibylle hat Schmerzen. Wie viel kostet die Kreatur? Ich hoffe, die kostet 2, oder? Ja, gut, dann geht das alles. Und die Kreatur. Zack. Einmal bitte Peek. Und dann nochmal einmal bitte das. Okay. Müssen wir nur Gegenangriff. Voila, ey. Ja, ich habe schon sowas gedacht, dass eventuell die Wölfe noch nicht gleich angreifen. Okay, eventuell sind wir hart am Arsch. Also die Wölfe zu töten ist eigentlich ziemlich einfach. Man müsste die Wölfe töten, um halt die Kreatur zu besiegen, ne? Wow, ist das hart, ey.
Was ist, wenn ich jetzt Bestie... Normalerweise ist es ja so, wenn ich jetzt Bestie hier wiederbelebe, müsste er drankommen noch an dieser Runde, genau. So, und er müsste normal... Leider... Probieren das mal aus. Ah, ich kann erste Hilfe auf ihn zaubern. Gut. Seitlicher Slide. So, Bestie da, genau, Bestie da nehme ich jetzt hier wieder. Eventuell, aber das wird nicht reichen. Spielladen. Okay, war ein Versuch wert. Der kann sogar quälen, Vampirismus. Also war ein Versuch wert, aber ich denke mal, wir müssen da auf die Hunde. Kann man nochmal gucken, ob, dass man den vielleicht angeht, wenn wir die Insel verlassen oder so. Eventuell haben wir dann ja nochmal ein Level abgemacht oder so. Aber der ist ein bisschen hart. Die Hunde sind, also er ist machbar, sag ich mal. Also er ist auf dem leichten Schwierigkeitsgrad machbar. Problem ist nur, dass er von den Hunden so stark gebufft wird. Also ich glaube, man müsste halt die Hunde sehr schnell down kriegen. Und ich denke mal, dass wir nicht mal einen Hund, oder wenn überhaupt ein oder zwei Hunde in einer Runde down kriegen und dass die anderen dann natürlich die buffen, reicht glaube ich schon vollkommen aus, um uns sehr hart weh zu tun. Glaube ich. Ne, dann gehen wir mal zu unserem, also zu dem Typen hin, den ich gerne besuchen möchte, weil der nämlich so ein kleines, also im Endeffekt, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Easter Egg ist. Aber ist, im Endeffekt ist das, kommen wir da so hin? Einen kleinen... So hier. Also im Endeffekt ist das natürlich, also es ist jemand aus Divinity Origins 1, das habe ich ja schon mal ein paar Mal gesagt, ja. Ein Charakter, den wir auch gespielt haben. Und ihr werdet den wiedererkennen, beziehungsweise, naja, wiedererkennen, ihr werdet den Namen werdet ihr kennen. Definitiv. Ist er schon hier oder ist er noch nicht hier? Doch, da ist er. The Master? The Shadow, and there's something in it. He has 10,000 names, all true. Jahan, oder wie ich ihn auch mal genannt habe, Jahan. Ja? Er existiert auch hier. Und von ihm würden wir auch eine Mission bekommen, worüber wir dann einen Quellenmagiepunkt bekommen können. Der ist auch ziemlich simpel, im Endeffekt zu bekommen.
Aber wir können ja uns schon den zweiten holen, ohne. Naja, gut, mit ein bisschen mehr Aufwand, aber ich würde das gerne auch tun, also diese Mission. Gucken nochmal kurz. Auf der Jagd nach dem Bösen, Tag 8, 20.10 Uhr. Wir sind einem Dämonenjäger begegnet, der sein Lager an der Küste gegenüber von der Blutmondinsel aufgeschlagen hat. Scheint ein paar Dämonen gefangen zu haben. Ja, wir wissen ja, Jahan und Dämonen, das ist ja immer so eine Sache, ne? Divinity Original Sin 1. Und eine einmalige Gelegenheit. Ja, kennen wir. In the darkness of the woods, you spot a man overlooking a cage that holds creatures crept from a nightmare. Okay. Oh. Oh. Oh ja. Noch irgendwie eine interessante war. Also ich bin. Oder da. Oder die Armbrust. Wobei ich sagen muss, die Armbrust ist natürlich eh immer ein bisschen stärker, was den Damage angeht, aber. Hier haben wir nochmal plus 2 Finesse. Auf, also Finesse hat ja, ne, bringt uns ja auch dann durchaus noch was. Und mit einer 20%igen Chance können wir Atrophie festlegen. Das ist dann, glaube ich, dass dieser Effekt, wo der Gegner dann keine Waffen benutzen kann. Und verstummt ist, glaube ich, dass man dann keine Magie-Sachen nutzen kann. Ah ja, ich bin ja schon echt für den Bogen, ne? Ein Zauberstab. Sibylle benutzt doch Zauberstäbe, oder? Ja. Das hat natürlich sehr viel wert, ne? Also wenn ich den jetzt hier klaue, dann könnte es sein, dass ich den nicht mehr klauen kann. Ah, und die ganzen anderen Sachen. Oh, geil. Also, das werden wir jetzt nicht mehr machen, aber in der nächsten Folge, da werden wir mal auch von Jahan klauen. Ne? Machen wir dann mal. Ah, der hat schon da so einige Sachen. Die würde ich gerne haben. Mindestens den Bogen. Den auf jeden Fall. Und dann mal sehen, was wir uns noch so mitnehmen. Beziehungsweise nicht nur mal sehen, was wir uns dann noch mitnehmen. Ne? Also ich meine, wir haben ja immer noch Geld. Wir können immer noch ein bisschen handeln. Ne? Also ich mal so überlege und wir gehen nochmal auf ihn hier. Also wir können ja auch noch ein bisschen was verkaufen, um auch nochmal Geld zu machen. Wenn wir dann noch ein bisschen was hier Interessantes haben, im Endeffekt können wir dann noch was kaufen. Also sehen wir beim nächsten Mal. Weiter werden mit Jahan, wir werden erstmal Jahan beklauen, dann vielleicht nochmal gucken, was man da so, noch so dann erhandeln kann. Und dann reden wir mit ihm. Das ist so das, was ich noch machen wollte hier. Und dann bin ich eigentlich auch mit dieser Seite durch. Warum ist noch diese eine Kreatur, die wir noch nicht so besiegen können, so richtig? Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das geht. Aber ansonsten würde ich sagen, gehen wir danach eigentlich zum Meister und machen dann schon mal vielleicht mal das erste Mal wieder das Ritual. Also wir haben durchaus noch was vor. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Speichere hier. Und ja. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann machen wir mit Jahan hier so ein paar Sachen. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.